Ja, hi zusammen, hier auf der noch nicht gestarteten Demo und auch an die Leute, die uns zusehen und mir jetzt zuhören. Ich bin Paul von der Erwerbsloseninitiative BASTA. Wir organisieren uns als Arbeitslose, prekär Beschäftigte, Studierende mit geringem Einkommen um den Themenkomplex Hartz IV. Wir beraten und begleiten uns zum Jobcenter und machen Aktionen, um uns gegen die Zugriffe der Behörden zur Wehr zu setzen und Räume praktischer Solidarität zu eröffnen. Darüber hinaus probieren wir bei unseren Aktivitäten stets neue Wege zu finden, wie wir mehr Leute in unsere Organisierung und in unsere Kämpfe einbeziehen können. Den Redebeitrag, den ich jetzt gleich halten werde, ist im Prinzip eine kurze Version von einem Artikel, den wir zusammen mit Leuten von der FAU Berlin, Grüße an der Stelle, gehen raus, veröffentlicht haben in der direkten Aktion. Also wer dann da noch weiter einsteigen will, kann das bei der direkten Aktion auf der Homepage tun. Und genau, wir wollen im Prinzip im Folgenden zeigen, dass der Hass auf Arme, der sich im Mord von Dieter Eich entlud, kein Alleinstellungsmerkmal von Neonazis ist. Vielmehr wird der Hass auf Arme von der Mehrheitsgesellschaft geteilt und wirkt im Sinne eines radikalen Kapitalismus. In Zeiten der neoliberalen Leistungsgesellschaft ist ein Kriterium, an dem sich entscheidet, welches Leben als lebenswert oder lebensunwert gilt, das der Leistungsbereitschaft. Eine jeder und ein jeder solle ihre bzw. seine Arbeitskraft in den Dienst des Wirtschaftsstandortes Deutschland stellen. So können wir, sollten wir die geforderte Leistung verweigern, mit unserem Verhalten, mit unserem Versagen für die eigene Armut verantwortlich gemacht werden. Ist das erst einmal festgesetzt, ergibt sich daraus ein ganzer Katalog an Maßnahmen, mit den nicht recht geratenen Armen umzugehen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Arme zu bestrafen, zu erziehen und an ihnen im Hinblick auf den Rest der Gesellschaft ein Exempel zu statuieren. Wenn wir uns jedoch auf dieses Spiel einlassen und die Ursachen von Armut bei uns selbst suchen, verdecken wir die armutserzeugenden Zustände. Durch dieses Verdecken nehmen wir Armut als gesellschaftliches Phänomen widerstandslos hin und sichern ihr so einen dauerhaften Platz unter uns. Tatsächlich und letztendlich sind aber Armut und Prekarität Merkmale kapitalistischer, von Menschen gemachter Verhältnisse und somit veränderbar. Sie halten die Maschine Kapitalismus am Laufen. Wer nicht arm sein oder sterben will, hat sich brav in die Kolonnen der konform, nicht hinterfragenden und nicht aufbegehrenden Werktätigen einzureihen. Erst dieses Erdulden der Verhältnisse ermöglicht die Ausbeutung der Masse durch wenige Kapitalistinnen. The system works because we work. Davon ausgehend wird Armut stetig, beispielsweise mittels Jobcenter-Sanktionen, verschärft und ausgeweitet. Wege aus der Armut scheinen nur noch über erhöhte Konkurrenz gegenüber unseren Klassennachbarinnen möglich. Gesellschaftlich produzierte Armut treibt uns also zu noch mehr Arbeit an und garantiert so den ständigen Nachschub an willigen und billigen Arbeitskräften. Der Hass auf Arme, deren Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung zieht sich seit jeher durch die Geschichte. Aus dieser Perspektive markiert der Mord an Dieter Eich für uns eine Schnittmenge zwischen narzisstischer Ideologie, die sich im Dritten Reich aufs Extremste zuspitzte, und der eben beschriebenen gegenwärtigen neoliberalen Leistungsgesellschaft. Der Mensch hat einen Zweck zu erfüllen und sich entweder in die Leistungsgesellschaft oder die Volksgemeinschaft einzuordnen. Passiert das nicht, hat das im einen wie im anderen Fall Folgen für ihn. Die Nazis im Dritten Reich klassifizierten sogenannte selbstverschuldete Fürsorgeempfängnis unter dem schwarzen Winkel als asozial bzw. arbeitsscheu und brachten auf dieser Grundlage Menschen massenhaft gezielt um. In der gleichen Logik spricht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales heute von sozialwidrigen Verhältnissen in Fällen, in denen sie meinen, dass, Zitat, Hilfebedürftigkeit grob fahrlässig oder bewusst selbst herbeigeführt wurde. Das begründet in vielen Fällen, dass Leistungen, die eigentlich unser sogenanntes Existenzminimum absichern sollen, nur geliehen, gekürzt oder ganz verweigert werden. Wenn es dann auch noch gesellschaftlicher Konsens ist, dass Menschen nach Leistungsbereitschaft und Kosten-Nutzen-Kriterien segregiert werden, können sich mordende Neonazis sicher sein, dass sie sich bequem im, ich zitiere hier einen Artikel aus dem antifaschistischen Infoblatt von 2001, Fahrwasser alltäglicher Diskurse bewegen. Die gesellschaftliche Ausgrenzung verstärkt das Gefühl der Täter, mit ihren Aktionen die Interessen der Bevölkerung zu vertreten.
Zitat Ende. In diesem Sinne reicht die kapitalistische Leistungsgesellschaft der nationalistischen Volksgemeinschaft die Hand. Der Unterschied bemisst sich in der Härte der aus der gleichen Argumentation zu ziehenden Strafe. Brachten die Nazis ihre Opfer in letzter Konsequenz gezielt um, wird heute das Sterben lassen im Zweifel in Kauf genommen. Gewalt gegen sogenannte sozial Schwache geht also sowohl von Nazis als auch vom deutschen Staat und seiner Mehrheitsgesellschaft aus. Gegen diese entmenschlichenden Zurichtungen und Übergriffe müssen wir uns zur Wehr setzen. Dabei reicht antifaschistischer Selbstschutz allein nicht aus. Es bedarf zusätzlich und ganz entscheidend einer tatsächlichen sozialen Alternative. Diese können wir schon hier und heute leben, indem wir uns mit der Masse der Gesellschaft verbünden und ihre wie unsere Probleme ernst nehmen, gleichzeitig aber auch deutlich machen, dass Ausgrenzung, egal welcher Form, dabei keinen Platz hat. Schon jetzt sind wir in unserer gemeinsamen Position als Ausgebeutete vereint, doch noch durch den Organisierungsgrad getrennt. Wenn wir uns gemeinsam auf Augenhöhe um unsere Alltagsprobleme, seien es Jobcenter, Miete, Arbeitsstress, Rassismus oder auch Nazis im Kiez organisieren, können wir dem gefühlten Alleinsein bzw. alleingelassen werden entgegenwirken. Massenhafte Solidarität kann soziale Ausgrenzung den Nährboden entziehen und bietet gleichzeitig Potenziale, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern. Lasst uns praktische Solidarität leben und lasst uns mehr darin werden. Danke. Vielen Dank.